Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch in den Nivea-Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man bekommt ihn in der Drogerie aktuell für 49,99 € zu kaufen und er wird mit den bekannten Nivea-Produkten gefüllt sein. Der ist immer wunderschön. Ich finde es immer schade, dass es ein Kläppchen-Adventskalender ist. Aber ja, weil, also den hat man eigentlich ganz gerne in so der Weihnachtszeit bei sich stehen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen einfacher an die Produkte rankommen und nicht den ganzen Adventskalender zerstören müssen. Ich finde, dass die Inhalte hier drin sehr basic sind, aber manchmal auch ein bisschen außergewöhnlich. Viele Sachen wiederholen sich, aber, also zu den letzten Jahren, ne? Aber ja, Nivea hat jetzt ja auch nicht so ein super krass Bam-Neuheiten-Sortiment oder so, ne? Dementsprechend bin ich jetzt einfach mal gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Er ist auf jeden Fall deutlich leichter als letztes Jahr, muss ich sagen, irgendwie. Okay, es wird auf jeden Fall interessant, denn die Nummer 1 sind hautverfeinernde Clear-Up-Strips. Ich glaube, dass wir das die letzten Jahre noch nicht drin hatten. Zweimal so für die Stirnfalte und für das Kinn. Nee, viermal im Prinzip. Und viermal so für die Nase. Das sind diese hier. Die sollte man jetzt nicht unbedingt mit super sensibler Haut verwenden, ne? Weil das auch immer so ein bisschen noch die Hautoberfläche angreifen kann. Aber wenn man jetzt so ölige Haut hat oder so, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und dementsprechend, ja, finde ich das schön, dass wir das im Adventskalender mit drin haben. Beim 2. Dezember fällt mir tatsächlich auf, dass wir hier relativ nachhaltig von innen auch Pappe haben. Also so Eierschalenkarton. Wir haben einen Briefumschlag hier drin. Das hatten wir letztes Jahr safe auf jeden Fall mit dabei. Das ist so ein Armbändchen mit einem Herzchen dran. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir einen Stern dabei, ne? Ja, ist süß. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir tatsächlich in einem Weihnachtsdesign oder Winterdesign die Nivea-Creme drin mit 30 Millilitern. Das ist der Klassiker, aber wir wurden erhört, wir haben eine Special-Verpackung bekommen. Das finde ich super. Wirklich, muss ich sagen. Du kannst ja für alles verwenden, ne? Für Gesicht und Körper, je nachdem, was du halt so magst. Da sind halt relativ viele Parfümstoffe drin, weswegen ich das jetzt bei meinem Gesicht nicht unbedingt verwenden würde. Aber so für die Hände, für die Füße, für den Körper oder so, ist es echt schön. Hier haben wir die Nummer 4 und ich musste den Adventskalender noch nicht drehen. Aber ich habe die Pappe ein bisschen eingerissen. Nun denn, wir haben hier ein, wir haben hier wirklich gar nicht mal so Basic-Sachen. Also schon Basic, aber es sind halt doch andere zu dem letzten Jahr. Micellenwasser, beruhigend, Gesicht, Augen, Lippen, 0% Rückstände, Aminosäurekomplex und Dexpanthenol. 100 Milliliter sind hier drin. Also das hatten wir so in der Art und Weise letztes Jahr meines Wissens nach nicht dabei. Klar, Micellenwasser, aber nicht in der beruhigenden Variante, ne? Ohne Reiben, das ist auch ganz nett. Schön. Am Tag vor Nikolaus, huch, habe ich wieder ein Nicht-Pflegeprodukt enthalten. Und Julius will nicht ins Bett offensichtlich. Das ist so ein Ding, damit kannst du, also eine Haarspange, ne? Damit kannst du so deine Haare aus dem Gesicht rausmachen. Ist ganz süß, kann man machen, ne? Da das jetzt ein Unisex-Adventskalender sein soll, finde ich das ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja noch extra den Männer-Adventskalender, wobei der vom letzten Jahr ist. Mein Video kommt dazu. Ich habe mich ein bisschen vertan. Nikolaus selber darf was Besonderes sein und da haben wir auch wirklich was Besonderes drin. Das ist eine erfrischende Tagespflege mit 24 Stunden Feuchtigkeit und Vitamin E für normale und Mischhaut. Wir haben hier sogar einen Lichtschutzfaktor von 15 mit dabei, was mir persönlich zu wenig ist. Ich nehme immer 50er, ne? Das ist halt für mich dann nochmal on top. Und ich habe auch keine normale oder Mischhaut, aber trotzdem ist es ein Produkt, wo ich sagen muss, definitiv verdient in der 6 zu sein, ne? Weil es ist eine Full Size, es ist eine Tagescreme. Gut, in der Nummer 7 ist dann etwas abgeblieben, was dann auch eher für meine trockene, sensible Haut geeignet ist. Bye Bye Dry Skin, eine Gesichtsmaske extra pflegend mit Honigextrakt und natürlichem Mandelöl. Sehr schön, ein Doppelsachet, mag ich gerne leiden mit 2x7,5 Millilitern. Ne? Und sowas verwende ich dann gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze, da tue ich mir Crememasken drauf. Da gebe ich mir dann Crememasken auf mein Gesicht und die können halt in der Zeit vom Zähneputzen einwirken. Das passt meistens auch einfach von der Zeit her. 10 bis 15 Minuten, kommt nicht ganz hin, aber meistens doch schon. Dann muss ich das halt drauf machen, wenn ich schon irgendwie Pinsel wasche oder so. Das mache ich nämlich morgens auch immer. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie definitiv mit einer beruhigenden Nachtpflege. Das finde ich super. 24 Stunden Feuchtigkeit und Regeneration. Traubenkernöl für sensible Haut ohne Parfüm. 50 Milliliter. Das ist ein Produkt, was richtig gut ist. Das hätte man vielleicht ein bisschen eher auch in der 6 gesehen. Aber auch in der krachenden 8 darf es sehr gerne drin sein. Das ist ein Produkt, was ich dann auch für mich sehen könnte. Und vielleicht mal ausprobieren werde. Mal schauen,
wie das auch von den Inhaltsstoffen so aussieht, ne? Aber sensible Haut ist voll mein Ding. Also ich habe sensible Haut und Produkte für sensible Haut ist mein Ding so. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über ein Füllprodukt freuen. Und da hat es irgendwie Nivea dieses Jahr recht gut mit uns gemeint. Ne? Hier haben wir so einen kleinen Taschenspiegel drin. Also definitiv ein sinnvolles Produkt, weil also ich habe immer auch irgendwie einen Taschenspiegel irgendwo rumfliegen oder mein Freund braucht einen oder so. Ne? Für Handwerken tatsächlich. Also wenn er irgendwo was macht, dass er dann um die Ecke gucken und dann hast du mal einen Spiegel und dann ist der Spiegel nachher irgendwie futsch. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir sowas auch hier haben. Aber ja, das ist jetzt schon recht viel, ne? Dass wir da so, also in der Nummer 10 darf es dann mit Pflege weitergehen. Und da haben wir von Labello, die gehören ja auch zu Nivea mit dazu. Oder die gehören irgendwie zum gleichen Konzern. Caring Beauty, langanhaltende Pflege und sanfte Farbe New 2 in 1 mit Vitamin E und Bio-Mandelöl. Sowas finde ich schön, ne? Dann hat man noch so einen Hint auf den Lippen. Definitiv ist es ein gutes Adventskalenderprodukt und man hat einfach auch trockene Lippen im Dezember, also in der kalten Jahreszeit, also rein damit. In der Nummer 11 haben wir unseren klassischen Deo-Roller drin, aber dieses Mal Fresh Flower 0% Aluminium ist hier mit dabei, 48 Stunden Deo-Schutz. Also ich verwende häufiger als alle 48 Stunden Deo, muss ich gestehen, ansonsten entfernen sich Menschen wahrscheinlich von mir, aber ja. Ne? Nicht jeder mag Roller als Deo, aber ich finde, die Nivea Deo Roller sind halt so Klassiker und deswegen passt es in den Adventskalender. Zur Halbzeit freue ich mich echt darüber, dass die 12 Kläppchen auf der einen Seite und 12 Kläppchen auf der anderen Seite gemacht haben. Hier haben wir die reichhaltige Body Milk drin enthalten, 5 in 1 Pflegeformel mit Tiefenpflegeserum, Mandelöl und Vitamin E für trockene Haut, 75 ml. Sowas können wir alle im Winter sehr, sehr gut gebrauchen und ich finde den Duft von Nivea Body Lotion Produkten immer so ikonisch, das ist so, so großartig. Ich mag das unheimlich gerne und das erinnert mich auch irgendwie an Kindertage, weil jo, bei mir war halt alles viel mit Nivea und Schaum und so. Die Nummer 13 ist bei mir aktuell leider leer. Oh, am 14. Dezember haben wir eine reichhaltige Tagespflege mit 24 Stunden Feuchtigkeit mit natürlichem Mandelöl, trockener Haut, Lichtschutzfaktor 15 drin. Auch wieder eine Full Size. Ist halt die zweite Tagescreme. Okay, ne? Also man kann halt schauen, entweder hast du normale und Mischhaut oder du hast halt trockene Haut. Wenn du dann den Adventskalender auspackst und hast beide drin, dann kannst du dich entscheiden und ja, weiß ich nicht, was man dann mit der anderen macht, wenn man die nicht verwenden kann. Vielleicht im Familien- und Freundeskreis dann entsprechend weitergeben, ne? Genau. Aber für mich persönlich ist diese Tagespflege, die reichhaltige, halt sehr, sehr gut geeignet, weil trockene, sensible Haut. Ja, ist diese Seite jetzt die Seite der Doppelung? Denn in der Nummer 15 habe ich jetzt schon wieder ein Labello drin, ne? Das ist jetzt der Original, der hat zwar keine Pflege mit dabei, aber zwei davon hätte ich jetzt nicht unbedingt im Adventskalender gebraucht, wobei es besser ist als ein Füllprodukt. Sagte sie und erhielt am 16. Dezember ein Füllprodukt. Yay. Was ist das? Ach, das... okay, das sind so Geschenkeanhänger. Merry Christmas. Ja, sinnvoll tatsächlich. Damit kannst du halt für Geschenke... Das sind Geschenkeanhänger, Claudia. Natürlich ist es für Geschenke. Für die Weihnachtsgeschenke, dass man das halt so dran machen kann. Ist ganz süß. Ist jetzt nicht irgendwie gebrandet, dass da überall Nivea drauf stünde oder so, ne? Ja, okay. Aber besser als irgendwie, keine Ahnung, ein Haarclip, muss ich gestehen. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, ist auch wieder ein Produkt drin, was wir nicht letztes Mal drin hatten. Eine erfrischende Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Körper und Hände. Doch, aber es war in einer anderen Verpackung. Vitamin E und 100% natürliches Jojobaöl, 75 ml. Sonst haben wir die Nivea Soft in ebenso Pöttchen drin. Ne? Die haben wohl umgestellt, dass sie das Ganze jetzt in Tuben haben. Finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt und auch ganz cool, dass wir das so in der Form, die dann ja auch neu scheinbar ist, vermutlich, in dem Adventskalender finden. Passend zum Start in die Weihnachtswoche am 18. Dezember dürfen wir uns wieder eine Gesichtsmaske gönnen. Good Morning Fresh Skin Gesichtsmaske erfrischend mit natürlichem Aloe Vera und Vitamin E für Normal- und Mischhaut. Ja, die habe ich aber auch schon mal gemacht. Die hat auch für meine trockene Haut ganz gut funktioniert. Ist halt, wie gesagt, relativ stark beduftet, aber ich mag die trotzdem. Die Ära der Füllprodukte geht am 19. Dezember weiter. Und hier haben wir ein wirklich schönes roségoldenes Scrunchie drin. Das mag ich gerne leiden. Das ist hübsch, ne? Solche Scrunchies trage ich tatsächlich auch recht häufig. Und das ist jetzt nicht von super hoher Qualität, denke ich mal, aber es ist ein schönes Scrunchie. Die Farbe gefällt mir. Ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Bitte verwendest dieses Produkt nicht zum Abschminken, auch wenn es eigentlich für Abschminken draufsteht. Aber ich verwende sowas für Swatches entfernen zum Beispiel, wenn ich hier oben halt Paletten für euch swatche oder so. Solltest du es einfach nicht zum Abschminken verwenden,
ich weiß nicht, zum Hände sauber machen oder so, wenn du es im Adventskalender hast. Aber zum Abschminken, das ist nicht gut für die Haut. Kann ich einfach nur aus Erfahrung sagen. 25 Tücher haben wir hier drin. 3-in-1 sensitiv Reinigungstücher für sensible Haut. Reinigen sehr sanft und entfernen Make-up. Tu es nicht. Pflegen die Haut. 0% Alkohol. Ja, nee, also, ne, weiß Bescheid. Ich persönlich werde das hier oben mir hinlegen und das dann auch aufbrauchen, aber nicht zum Abschminken. Weiter geht die wilde Reise am 21. Dezember mit Nivea Care Sensitiv zieht schnell ein. Das ist eine 24 Stunden plus intensive Feuchtigkeit Creme. Hier haben wir drin 50 Milliliter und das kannst du halt auch für den Körper verwenden. Ne? Also genauso wie die klassische Nivea Creme. Die hier ist dann etwas ja, fluffiger, würde ich das einfach von der Konsistenz her nennen, als die klassische Nivea Creme, die ja relativ fest ist. Am 13. Dezember hätten wir übrigens dieses Produkt drin gehabt. Das ja, ist eine Nagelfeile. Ja, es wäre ein Füllprodukt wieder gewesen. Das ist eine Glasfeile. Jo, kann man auf jeden Fall machen. Ist eine relativ hochwertige Geschichte, muss ich sagen. Ne? Kann man machen. Ja, okay. Das lege ich dann mal zur Seite. Und hier haben wir in der Nummer, was bist du denn? 22, zweite und letzte Schnapszahl. Augen-Make-up-Entferner mit Vitamin B5. Ne? Für wasserfestes Augen-Make-up. Das finde ich cool. Ne? Weil wenn ich meine Augen-Make-ups abschminke, dann brauche ich halt wirklich Kapitiers. Ich habe ja richtig krasses Zeugs immer drauf. 3 Schichten Mascara allein schon. Dann habe ich ja auch ja, Lidschatten, die schon sehr intensiv sind meistens. Ne? Und dann halt auch auf meinem Lid manchmal, wie jetzt auch zum Beispiel ein Liquid Eyeshadow oder so. Da braucht man halt schon ein bisschen mehr als nur so ein leichtes, fluffiges Gedönsen. Und dann kann sowas ganz gut kommen. Dieses Produkt ist tatsächlich am 23. Dezember sehr, sehr gut aufgehoben. Eine Handcreme ist das 3-in-1 Care and Protect mit antibakteriellem Inhaltsstoff, intensive Pflege, kein Austrocknen, schützt die Hautbarriere, 0% Alkohol und 75 Milliliter. Auch das ist ein Produkt, was wir so letztes Jahr nicht drin hatten, was ich gut finde. Und einen Tag vor Heiligabend zu sagen, okay, mach dir nochmal die Hände schön, bevor dann die ganzen Pakete ausgepackt werden dürfen unterm Weihnachtsbaum, ist es eine ganz coole Sache, oder? Das ist interessant. Trommelwirbel für den 24. Dezember. Hä? Also, das passt nicht so gut in der 24, oder? Tägliches Waschpeeling klärend mit Ozeanalge und Hydramin, reinigt Poren tief und erhält den Feuchtigkeitsgehalt der Haut für gesund aussehende und mattierte Haut für Mischhaut geeignet. Das in der 24 finde ich echt öde. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, 150 Milliliter, ja, wenn man eine Mischhaut hat, kann man sowas vielleicht täglich verwenden. Ich mit meiner sensiblen Haut kann sowas nie verwenden, deswegen ist für mich die 24 halt ein Fail. Aber du hast hier halt ein Produkt drin, was vielleicht noch gar nicht so bekannt ist und vielleicht noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Jo. Also, ich habe mich über vieles in diesem Adventskalender gefreut. Das ist ein schöner Pflege-Adventskalender. Ich finde es wichtig und gut, dass der Inhalt von dem Adventskalender sowohl per Banderole außen drum ist und man halt auch auf der Homepage oder auf jeder Homepage, wo man den Adventskalender sieht, auch den Inhalt sieht. Ne? Das heißt, man kann selber entscheiden, Mensch, was habe ich für eine Haut? Kann ich die Produkte verwenden? Ich denke zum Beispiel so an meine Oma. Ne? Also die ist halt jemand, die prädestiniert dafür wäre, die Produkte aus dem Adventskalender verwenden zu wollen. Da würde ich als Enkelin hingehen und ihr den halt so zusammenstellen, wie ich das so meine. Der Adventskalender ist ein bisschen zerstört, wenn man das vielleicht ein bisschen vorsichtiger macht oder wenn man hier, kann man das irgendwo aufmachen oder so? Also ich persönlich würde es halt wirklich so machen, dass man den erst, ja, kannst du leider nicht. Also ne, ich hätte den dann quasi für die Person, an denen ich den verschenke, ein bisschen vorbereitet, dass ich da ein paar Kläppchen geöffnet hätte halt, um da die Sachen rauszunehmen. Ihr seht ja in meinem Video, ihr wisst jetzt ja, in welchem Kläppchen ist was drin. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil du hast hier dann noch eher nochmal diese extra Inlay-Geschichte. Ne? Also man muss die Kläppchen quasi zweimal öffnen, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn ich, wie gesagt, an meine Oma denke, würde ich ihr den selber befüllen und da die Masken ein bisschen austauschen, ist nicht so ihr Ding. Scrunchie braucht sie auch nicht. Reinigungstücher auch eigentlich nicht. Und ein Waschpeeling weiß ich auch nicht. Nee, Oma hat auch keine Mischhaut und so. Da muss man halt gucken, ne? Aber so zum Beispiel die Bodylotion wäre ganz cool gewesen. Labello, einer davon reicht, ne? Nagelfeile kannst du wohl mal gebrauchen. Die Geschenkanhänger wären ganz süß tatsächlich. Ja, aber ne, vielleicht, wenn man sagt, man packt den so mit mehreren Leuten in der Familie aus, dann kann das was werden, wenn man unterschiedliche Hauttypen hat oder so. Aber als eine Person diesen Adventskalender auszupacken, ist, glaube ich, nicht so geil. Nee, weil du halt so, du musst unterschiedliche Hauttypen haben. Und das ist das, was ich bei Pflege-Adventskalendern auch immer wieder versuche, euch auch so zu sagen oder den Firmen auch dann zu sagen, wenn sie die Videos gegebenenfalls mal schauen, dass man halt darauf achten sollte, dass die Produkte, die drin enthalten sind, auch wirklich für jeden Hauttypen geeignet sind. Ne? Ja,
Aber gut, immerhin haben wir hier keine getönte Tagescreme drin, so wie das letztes Jahr der Fall war. Da gab es auch einen Riesenaufschrei. Ja, aber ne, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Ich finde es cool, dass wir hier so ein bisschen andere Produkte drin haben als letztes Jahr, aber irgendwie hätten sie doch vielleicht noch eine Bodylotion mehr reinpacken können, aber dafür dann sowas nicht unbedingt oder so viele Füllprodukte. Wie gesagt, eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ich weiß, dass die Firmen tatsächlich nämlich auch unsere Videos schauen und lesen, um nächstes Jahr dann gegebenenfalls was Besseres draus zu machen. Das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.